Und eine ganze Handvoll von Menschen, die mehr tun, als sie müssten, ist heute hier versammelt und man kann euch auch hören. Herzlich willkommen. Corona-konform Publikum hier in der Hafen City und wir haben natürlich ganz, ganz viele Menschen, die jetzt live an den Bildschirmen dabei sind. Das freut uns sehr und wir wollen interaktiv werden und dafür gibt es einen ganz einfachen Weg, nämlich einen QR-Code, der einfach gescannt auf dem Handy die Möglichkeit eröffnet, über die Streaming-Kanäle hier direkt mit uns in Verbindung zu kommen. Und dann landet man, der QR-Code bleibt noch ein bisschen stehen, nämlich bei Frank Schweikart, der heute der Verbindungsmann in die Welt da draußen, in die Welt des Internets ist und natürlich auch heute Mitveranstalter ist, nicht nur der Gründer der Hamburger Klimawochen, sondern sein Engagement auch für die Meere mit der Deutschen Meeresstiftung ist auch Teil dieser Veranstaltung. Herzlich willkommen, Frank. Ja, vielen Dank. Meere, das ist das Stichwort. Ich darf unsere ersten Panelistin vorstellen, Antje Boetius. Toll, dass du da bist, Antje. Wir kennen uns schon eine Weile. Applaus, dass du dich Danke. Bei all deinen Veranstaltungen, die dich gerade auch enorm fordern, heute hier Zeit nimmst. Die Liebe zum Meer, die ist bei euch ja wirklich familiär, oder? Die hast du tief inhaliert. Wann? Naja, mein Großvater, der zur See gefahren ist, übrigens hier von Hamburg aus, die Peking ist wieder da, das war sein Schiff, hat natürlich da vorne. Genau, ernsthaft über die Meere und diese wahnwitzigen Naturgewalten gesprochen. Er war aber auch Walfänger, hat so das Ende der des Walfangs mitbekommen und hat mir schon als Kind gesagt, wie dramatisch es ist, dieses Blutbad, was angerichtet wird, um Margarine für Soldaten zu machen. So hat er das zusammengefasst. Und ganz kurz, für alle, die nicht so tief im Thema drin sind, man hat Wale getötet, um sozusagen Streichfett zu gewinnen und genau. Lampenöl. Ja, wir konnten damals noch nicht festes, also aus Pflanzen festes Öl machen und mussten Walfett in Deutschland. Deutschland war einer der größten Auftraggeber fürs Waletöten, auch in der Antarktis, die es je gab. Das hast du also ganz früh schon gelernt, diese Zusammenhänge. Und du wirst heute auch gefeiert für wissenschaftliche Erkenntnisse über Mitbewohner am Meeresgrund. Was haben die ausgerechnet Bakterien, die mit Methan zu tun haben, angetan? Ja, das ist eben, wenn man sich die Erde als Organismus vorstellt oder als großen Wirt für vieles Leben, auch uns Menschen, dann ist das Unglaubliche zu denken, seit fast 4 Milliarden Jahren vor allen Dingen Einzeller halten alles zusammen und wir leben immer noch davon, wir profitieren, wir Menschen, dass es welche gibt, die zum Beispiel das Treibhausgas Methan erst gar nicht aus dem Meeresboden ins Wasser und die Atmosphäre entlassen und die beforsche ich zum Beispiel. Mensch, könnte man die nicht irgendwie vom Meeresboden auch in die Kühe reinstopfen? Das sind halt Tiefseelebewesen, die sind unglaublich langsam, die frisst auch eigentlich keiner, weil sie tief im Meeresboden sitzen, aber sie sind eben da und wären sie nicht da, wäre es eine ganz andere Erde, dann wären wir Menschen wahrscheinlich auch nicht drauf. Und dieses Bewusstsein für die Netzwerke des Lebens, die alles zusammenhalten, denen wir aber keine Steuern zahlen müssen, denen wir aber eben durch unsere verschiedenen Umweltsünden auch schaden können, darum geht es. Ist das Meer für dich, auf Deutsch ist es ja sächlich das Meer, ist das für dich ein Wesen, ist das für dich ein lebender Organismus? Als Kind habe ich mir tatsächlich vorgestellt, ich könnte mit den Weltmeeren sprechen. Okay, jetzt denken alle ein bisschen gaga, aber ich habe auch Naturwissenschaften studiert. Nichtsdestotrotz hatte ich immer dieses Gefühl der Bindung, gerade beim Schwimmen gehen, wenn man so in den Wellen ist und so getragen wird, habe ich mich zu Hause gefühlt und heute auch beim Abtauchen in U-Booten habe ich immer das Gefühl, dass es so wie nach Hause kommen abzutauchen. Aber ich denke nicht an ein Geschlecht und ich sage auch nicht Mutter Erde oder Vater Ozean oder solche Sachen, sondern es ist für mich einfach ein wesentlicher Teil der Erde, der für das Leben steht. Das einzige Raumschiff Erde, der einzige Planet, der eben, so wie wir heute wissen, Leben hat. Ja, Wasser, da kommt das ganze Leben eigentlich her. Und wir wissen eigentlich relativ wenig über auch die Tiefsee. Das ist ja auch eins deiner Mission, zu sagen, ey Leute, wir haben noch gar nicht begriffen, wie dieses Netz des Lebens auch welche Rolle die Meere auch zur Stabilität vom Erdklima beitragen. Wie dringlich ist es? Als Arzt habe ich gelernt, erstmal die Diagnose stellen und dann über die Therapie zu reden. Ich bewundere deine kommunikativen Fähigkeiten, ich bewundere dein unglaubliches Engagement, aber gibt es nicht auch Momente, wo du verzweifelst? Klar, die gibt es auf jeden Fall. Meistens haben die eben mit Menschen zu tun. Ich finde das
unfassbar schlimm, vor diesen großen Kipppunkten zu stehen, auch eben gerade bei Menschen, gerade im sozialen Bereich. Ich komme gerade von einem Festival, wo ich zugehört habe, wie ein Forscher aus Bangladesch berichtet hat, was das bedeutet. Inzwischen wissen die, wie man Leben rettet, wenn Überflutung und Überschwemmung kommt. Aber zu wissen, dass heute noch auf der Erde die Hälfte der Menschen keine Absicherung haben, der Staat nicht hilft, wenn die Häuser weggeschwemmt werden, alles verloren ist. Und das berührt mich so sehr, weil es müsste alles nicht so sein. Und was mich auch berührt, ist natürlich die Effekte auf die Natur. Das Sterben der Korallenriffe, das Auslöschen von Arten, die wir noch gar nicht kennen, wo wir noch nicht mal das Wissen um die bewahren können. Aber gut, das Erschrecken dort vor einem selbst führt bei mir jetzt eben nicht zu Verzweiflung, sondern eher dazu, dass ich denke, man muss halt noch mehr kämpfen mit noch mehr Möglichkeiten und noch mehr Leuten, die sich zusammentun und versuchen, einen anderen Pfad zu gehen. Du hast die Kipppunkte erwähnt, die gibt es im planetaren System, die planetaren Grenzen, Planetary Boundaries, wie Johan Rockström und andere die beschrieben haben. Die gibt es aber auch im Sozialen. Darüber wollen wir nachher auch mit den anderen Kommunikatorinnen hier auf dem Panel sprechen. Bleiben wir nochmal bei dieser Idee, die Diagnose zu schärfen. Wenn das Meer, deine seelische Heimat, ein Patient, eine Patientin wäre, wie geht es dem Meer? Wenn wir uns überlegen, also wir selbst sind ja im Grunde auch Meereswesen, wenn man jetzt einfach mal sagt, wir sind 70% wässrig und auch eigentlich salzig. Und wenn man jetzt denkt, wir wissen eigentlich, was das uns... Merkt man immer, wenn man schwitzt, das ne? ist ja genau die Meereszusammensetzung. Ja. Jede Zelle hat das. Genau, oder die Zusammensetzung von Blut und all solchen Sachen. Und wenn man jetzt die Erde sich als Organismus vorstellt und das Wasser, das alles verbindende Netzwerk, und das wird einfach zu warm. Und es wird zu sauer, zu viel. Es nimmt zu viel CO2 und zwar passiv auf. Es löst CO2 aus der Atmosphäre. Da verdanken wir den Meeren viel. Die nehmen fast ein Drittel des menschengemachten CO2s auf. Sie nehmen aber auch die Wärme auf und speichern die. Und wo sie eigentlich kühlen sollten, sind die Meere immer mehr von Hitzewellen betroffen. Dieses Jahr gab es unglaubliche Beobachtungen, ein Massensterben von Meereslebewesen, weil das Meer so warm geworden ist, dass es keine Muschel am Pazifik mehr ausgehalten hat an der Küste. Und so dieses, und dann kommt noch der andere schreckliche physikalische Effekt, der Schwund von Sauerstoff im Meerwasser. Die sauerstofffreien Zonen dehnen sich wahnsinnig aus und wir alle wissen, was das bedeutet. Auch gerade an der Ostsee. Überall, ja. Aber vor allen Dingen eben die großen meeressauerstofffreien Zonen. Das kostet unglaublich viel Meerestiere das Leben. Und so könnte man diese Schreckenliste jetzt fortsetzen. Aber wenn man das kurz zusammenfassen muss, ist es einfach so, dass der Klimawandel wirklich alle Weltmeere betrifft. Und zwar bis in die Tiefsee runter. Das haben wir erforscht, dass das Nahrungsangebot, also oben verändern sich die Algen durch die Erwärmung und die Nahrungsnetze. Und das geht bis in die Tiefsee runter, und zwar zeitgleich, dass sich alles verändert. Es gibt auch sogar ein Tiefseewesen, was nach dem Plastik benannt wurde, was man auch da gefunden hat. Das heißt also auch dieses Mikroplastik, was ja im Meer manchmal sichtbar ist, geht auch bis in die Tiefen. Überall hin und leider auch in den Polarregionen. Dort kann man sagen, das Meereis hält wenigstens so die Schifffahrt in Maßen zurück. Deswegen sind Arktis und Antarktis noch nicht so verschmutzt wie die anderen Weltmeere. Aber wir wissen mittlerweile, dass eben dieses Abrieb, feine Fasern, feine Partikel über die Atmosphäre mit dem Schnee ausgewaschen werden, auf dem Meereis landen, sich dort konzentrieren. Und wenn das Meereis schmilzt, geht es richtig dann runter in die Tiefsee. Und es ist einfach auch in den fernsten Regionen so, dass der Meeresboden unsere Generation in Form von Plastikpartikelchen markiert. Das, was man im Anthropozän ja beschreibt, nämlich angenommen irgendwann mal fangen Außerirdische an zu bohren und gucken, was gab es denn 2021 für besondere Formationen, dann stoßen die auf Atommüll, auf Plastik und auf lauter Zeug, auf das wir jetzt nicht so wahnsinnig stolz sein sollten. Leider ja. Du hast einen DFG-Kommunikatorpreis und ich suche ja auch immer so Bilder, die den Menschen klar machen, worum es geht. Und diese Physik der Weltmeere kann man eigentlich ganz gut immer mit einer Flasche Mineralwasser und einem Glas erklären, weil angenommen, da wäre jetzt CO2 drin gelöst, dann ist jedem klar, wenn ich das aufheize und den Deckel aufmache oder schüttel, dann will man nicht in der Nähe sein. Und genau das passiert ja auch mit den Meeren. Das heißt, CO2, was physikalisch gelöst ist, wird einfach unvermeidlich frei, wenn es wärmer wird und gleichzeitig versauert ist. Das heißt, die ganzen Tiere, die aus Kalkskeletten bestehen, wie Korallen oder auch Muscheln und andere, können das, was sie
brauchen, eben nicht mehr herstellen und sagen, verlieren im wahrsten Sinne ihre Existenz. Ja, es gibt halt so eine riesige Kaskade von Effekten und manche davon wissen wir noch nicht, manche von denen modellieren wir oder versuchen sie zu beobachten. Was aber klar ist, ist, dass die Ozeane sich auch vollständig in ihrer Art verändern werden. Die Beobachtung, dass der Golfstrom immer langsamer wird, was vorhergesagt war schon seit weit 30 Jahren und jetzt beginnt man es messen zu können in seiner Komplexität, aber vor allem diese wahnsinnigen Hitzewellen, das kann sich kaum einer vorstellen, was das für Ausmaße angenommen hat, Hitzewellen. Im Wasser. Im Wasser, ja, genau. Wo einfach auch physiologische Grenzen von Lebewesen erreicht werden. Unser Forscher Hans-Otto Pörtner hat gezeigt, dass wir quer durch die Fischarten, die wir nutzen, die wir gerne essen, die Larven schlapp machen werden in der Welt, die da vor uns liegt. Und diese weltumspannende Ungerechtigkeit, die dahinter liegt, dass es eigentlich auch nur ein Anteil, ein gewisser Anteil der Weltbevölkerung ist, dass das bestimmte Sektoren sind, die, für die es auch nicht so einfach jetzt eine Lösung gibt, die dann so global Netzwerke zusammenbrechen lassen, auch im Meer. Das ist schon etwas, was in der Dimension, in der Menschheitsgeschichte als im Ausmaß der Zerstörung eben noch nicht vorgekommen ist. Ich habe diesen Film Seaspiracy gesehen, da wird einem auch ganz anders. Und da wird auch dieses Thema sozusagen Climate Justice, die sozialen Fragen, auch sehr, sehr deutlich, wenn Menschen an den Küsten, die über Jahrhunderte immer vom Fischfang gelebt haben, plötzlich auch die Existenzgrundlage entzogen wird aufgrund von Riesenschiffen, die wirklich alles platt machen. Und an Land würden wir sowas nie zulassen, aber weil wir es nicht so unmittelbar sehen, machen sich viele Menschen, inklusive meiner selbst, darüber wenig Gedanken. Apropos Bilder, du hast uns auch einen Film mitgebracht. Heute ist ein besonderer, ein historischer Tag. Was war heute vor 2 Jahren? Genau, heute vor 2 Jahren ist die Polarstern aufgebrochen zur Mosaikexpedition, eine große internationale Expedition, die größte Nordpol-Drift-Expedition, wo Menschen aus mehr als 20 Ländern teilgenommen haben, junge Leute dabei waren, wie eigentlich zum ersten Mal mit modernen Methoden die polare Nacht am Nordpol erforscht wurde. Die Aufgabe der Mission war herauszufinden, wie geht es eigentlich der Arktis im Winter? Wir haben ja kaum Messdaten. Die Arktis ist ein Ozean mit Eis obendrauf und der Nordpol ist im Grunde ein Eisschollen, da gibt es keine Wetterstation, deswegen haben wir Datenmangel. Und das über ein Jahr während Corona war eine riesige Aufgabe, die aber geklappt hat und die Leute, die mitfahren konnten, die sind eben jetzt dabei, diese Datenschätze auszuwerten und wir werden einige Lücken, die wir in der Klimamodellierung und Simulation der Zukunft haben, schließen können, weil Menschen dabei waren und das beobachtet haben. Wir gucken mal rein, man kriegt schon Gänsehaut beim Zuschauen und man ist ein bisschen froh auch, dass man selber nicht dabei war. Genau, also... Gerade diese weiße Welt und einen Eisbrecher dort zu haben, der ein Zuhause für Forschende ist, die da hinschauen können. Ich finde es so wichtig zu dokumentieren, wie funktioniert unsere Erde. Und wir sind sozusagen das Thermometer als WissenschaftlerInnen. Hier sind Bilder von dieser Expedition mitten in der polaren Nacht. Das Schiff, die Menschen in Eiseskälte, es wird ja noch bis minus 40 Grad hier und da. Und dann der Sommer, das Gegensatz, wenn alles schmilzt und so schnell, das waren gigantische Schmelzphänomene und man ist da, lebt mit der Natur, muss mit dem Eisberg klarkommen und sieht praktisch als Menschen, als Forschende sehen wir zu, wie sich alles ändert. Wir erforschen eben Nordpol und Südpol und eine der größten Bedrohungen ist tatsächlich dieses unglaublich und immer schneller werdende Abschmelzen der großen Eismassen, die den Meeresspiegel erhöhen. Und das alles ist eben nicht nur Physik, sondern auch die Suche nach der Vielfalt des Lebens, die wir gar nicht kennen. 10 Millionen Arten unbekannter Meereslebewesen, zu denen wir tauchen müssen, um sie überhaupt kennenzulernen, weil man sie nicht in die Labore holen kann. Das Begreifen, dass wir Dinge für immer verlieren können, die Walbestände, auch wenn wir sie versuchen zu schützen und die Waljagd fast aufgehört hat, wir kriegen sie nicht zurück, so wie sie mal waren. Und das hat auch Konsequenzen für den Kohlenstoffkreislauf. Also zu begreifen, dass der Nordpol und Südpol mit uns zusammenhängt, Sturmfluten, Extremwetter, mit den Ozeanen, mit den Temperaturen und gleichzeitig wir als Forscher eben auch nicht nur verzweifeln, sondern vor allen Dingen hinschauen, Wissen weitertragen und uns darüber freuen, wie viel es an diesen wahnwitzig besonderen und schönen Landschaften noch zu entdecken gibt. Das ist unser Auftrag und wir können wirklich Hilfe dabei gebrauchen, mit allem, was wir können, digitalen Medien, Gesprächen, dieses Wissen unter die Leute zu bringen. Denn wenn wir heute so oft hören, wir wollen auf dies nicht verzichten und das nicht verzichten, muss man immer wieder sagen, wer will schon auf Korallenriffe verzichten? Wer will auf Wale verzichten? Und wer will auf eine Zukunft für unsere Kinder verzichten?
Herzlichen Dank, Antje Boetius. Klare Worte. Und wir sehen uns gleich wieder bei der Diskussion. Denn eben ist das Stichwort schon gefallen. Es geht auch um das Artensterben. Und von der Kim Grützmacher, einer Veterinärmedizinerin, zitiere ich gerne einen Satz, der mir jedes Mal wieder unter die Haut geht. Wenn die Klimakrise das Fieber von Mutter Erde ist, dann ist das Artensterben ihre Demenz. Ihre Demenz, warum? Demenz ist das krankhafte Vergessen. Und in jeder Art, die da kreucht und fleucht, steckt ja unglaublich viel Wissen, unglaublich viel Gedächtnis drin. Das Gedächtnis von Jahrmillionen, Evolution, von Versuch und Irrtum, von Mutation und Selektion. Und zu begreifen, dass wir Teil dieses Netzwerkes sind, das hat ja auch gerade erst angefangen. Und das ist die Überleitung zu Fritz Habekus, einem Wissenschaftsjournalisten der Zeit und ein Abenteurer, der Querdenker darf man nicht mehr sagen. Bitte nicht. Aber ein über den Tellerrand derartig rausguckender, dass man am Ende wieder am anderen Ende der Welt war. Wo kommst du jetzt gerade her? Also gestern war ich tatsächlich bei dem Festival, von dem Antje gerade gesprochen hat, in Halle und ansonsten lebe ich hier in Hamburg. Aber du hast sehr, sehr viele Reisen auch unternommen. Du hast uns auch ein paar Fotos mitgebracht. Ein Bestseller-Autor bist du ja auch, neben deiner Tätigkeit für die Zeit. Du hast mit Dirk Steffen das Buch Überleben zusammengeschrieben. Woher kommt das eigentlich, dass du so brennst für die Artenvielfalt, was ja erstmal so ein bisschen abstraktes Thema ist? Also ich glaube, grundsätzlich interessiere ich mich einfach für Natur. Ich habe mit meiner Oma Tierfilme geguckt und mit meinen Eltern bin ich in den Wald gegangen und das ist eigentlich so eine etwas naive Liebe für die Natur, die am Anfang steht. Und ich habe dann angefangen, darüber zu schreiben. Und wenn man aber draußen ist und auch an Orten ist, wo Naturzerstörung passiert, dann kann man das nicht übersehen. Und dann fängt man an, die Konsequenzen zu sehen, nicht nur für die Biodiversität, für die Artenvielfalt, sondern auch für die Menschen. Und dann kann man nicht anders. Es ist so, dass man eigentlich anfängt, über was Schönes schreiben zu wollen und dann sieht man die Zerstörung und dann fühlt man sich am Ende wie so ein Kriegsberichterstatter manchmal schon. Kriegsberichterstatter erinnert mich an eine Diskussion, die wir auch unter Wissenschaftsjournalisten die letzten Jahre hatten. Wie viel reicht es zu beschreiben? Und der ganze Wissenschaftsprozess bedeutet ja, man nimmt sich immer zurück. Man nimmt alle Subjektivität raus. Ja. Man versucht in der Medizin jetzt den Placebo-Effekt rauszurechnen, weil man weiß, dass menschliche Interaktionen, auf gut Deutsch positive Gefühle, ein Riesenhebel sind für die Wirkung von Medikamenten. Was wir aber vergessen haben, ist am Ende dann die Subjektivität wieder dazuzunehmen. Und eine Idee, die ich bei dir gefunden habe, die ich sensationell wichtig finde, ist nämlich auch der Natur sagen, Subjektivität zuzusprechen. Du sagst, warum haben eigentlich Schiffe ein juristisches eine juristische Bezeichnung. Sind juristische Personen. Ist eine juristische Person, da draußen liegen Schiffe, aber der Fluss, die Elbe, nicht. Ja, obwohl natürlich die Elbe für unser Überleben hier in Hamburg und überhaupt für uns in Deutschland viel wichtiger ist als ein Schiff. Und jeder eingetragene Verein ist eine juristische Person, also hat Rechte, kann vor Gericht ziehen, kann auch verklagt werden. Und die Idee habe ich gehabt, als ich auf dem Mississippi unterwegs war für eine Recherche. Ich war 3-4 Wochen auf dem Fluss und an dem Fluss und habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, die da an diesem Fluss leben und mit diesem Fluss leben und vor allen Dingen mit vielen indigenen Menschen. Und das Verrückte ist, wenn man auf diesem Fluss sich bewegt und wir sind mit so Kanus gepaddelt, man bekommt ein ganz anderes Gefühl dafür und man fühlt sich auch viel verletzlicher auf einmal, wenn du halt dann auch in diesem Kanu und du paddelst und der Fluss ist neben dir und dann kommt so ein leichter Wind auf und das wirbelt dich aber schon total durch und du merkst plötzlich, wie groß und mächtig dieser Strom ist, und das könnte man auf der Elbe genauso machen, wie groß und mächtig dieser Strom ist und wie klein man selber. Und dann hat sich bei mir eben so ein Gefühl davon eingestellt, dass dieser Fluss auch sowas wie ein Wesen ist. Und jetzt, das ist so mein Gefühl dabei. Und als Wissenschaftsjournalist fand ich die Idee revolutionär. Die wird in manchen Ländern schon umgesetzt, in Neuseeland zum Beispiel, hat der Whanganui, das ist so das erste Beispiel, ist als juristische Person in die Verfassung mit aufgenommen worden. Und er kann quasi dagegen klagen, dass man ihn eindeicht, dass man ihn vergiftet und so. Und
interessant finde ich es deswegen, weil man plötzlich anfängt, anders darüber nachzudenken, was eigentlich so ein Fluss, was so ein Ökosystem ist. Wir neigen ja dazu, das mit so einer etwas, also Natur als Commodity zu sehen, als so ein Wirtschaftsgut, dass wir darüber definieren, wie viel wir ihm für uns selber, wie viel wir Nutzen aus ihm rausziehen können. Und das mal von der anderen Seite zu denken, hat mich auf jeden Fall weitergebracht. Ich habe dich auch in meinem Buch, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, zitiert. Bei mir diese Idee des Anthropozäns auch beim Reisen auf einem Fluss und an einem Fluss selber erst bewusst wurde. Das war der Rio San Francisco in Brasilien, wo ich einen Freund begleitete, der als franziskanischer Pater eine Pilgerreise machte von der Quelle bis zur Mündung. Und was mich total beeindruckt hat, war eben diese Verbindung von einem Anliegen, was wirklich globale Konsequenzen hat, mit der eigenen Spiritualität und zu sagen, hey, das ist unser Bruder, der Rio San Francisco. Und dann hast du das gefühlt, als du da Ja, bist? Und die hatten so eine Flasche, das fand ich genial als Metapher, die hatten an der Quelle so eine kleine Flasche abgefüllt, wie sauber das Wasser mal war. Und dann haben sie das sozusagen bei jeder Station den Menschen gezeigt, sag mal, guck mal, so war das mal. Und jede einzelne Stadt hatte das Gefühl, wir können da mit Pumpen für die Irrigation, für die Bewässerung von Exportgütern so viel Wasser rausholen, wie wir wollen. Und wir können unsere ganzen Scheiße da wieder reinkippen. Der Fluss ist ja so groß. Und dieses Umschalten im Bewusstsein, dass wenn das jedes Dorf macht, dass am Ende überhaupt nichts mehr von diesem Riesenfluss übrig ist und nur noch eine Kloake, das ist sozusagen jedem Einzelnen erstmal nicht bewusst. Und deswegen finde ich das ganz spannend, zu überlegen, wann dieser Bewusstseinswandel eigentlich passiert. Und meistens eben erst dann, wenn Dinge auch irreversibel zerstört sind. Und bei einem Fluss ist es ja auch interessant, dass er Menschen miteinander verbindet. Ja. Ne? Und wir haben, Antje hat gerade die Todeszonen erwähnt. Im Mississippi ist es zum Beispiel auch so, dass weiter im Oberlauf, wo Wisconsin, Iowa und so, diese Bundesstaaten liegen, wo viel Mais angebaut wird, wo Tierproduktion ist. Und die Gülle geht dann fast ungefiltert in den Fluss. Und was dann passiert, dann reichert sich das an und 1500 Kilometer weiter an der Mündung am Ende in Louisiana entstehen toxische Zonen, wo nichts mehr lebt. Und am Ende haben natürlich auch die Fischer, die da leben, das sind häufig schwarze Fischer, nichts mehr in ihren Netzen. Und so verknüpft dieser Fluss eben auch nicht nur diese Umweltproblematik, sondern auch die Schicksale von Menschen miteinander. Und das finde ich total wichtig, dass wir auch darüber reden, dass wir nicht nur so tun, als sei die Klimakrise oder auch der Verlust der Artenvielfalt ein Problem, was uns nur beschäftigt, weil wir irgendwie Tiere toll finden oder die Erde so schön sind, sondern weil häufig eben Gewalt gegen Natur auch Gewalt gegen Menschen ist. Ganz wichtig. Und ich denke auch, ja. Ich denke auch mal, wie kriegt man das schnell ins Bewusstsein? Und du hast die Tierproduktion, die Fleischproduktion mit dem unglaublichen Himmel. Es stinkt zum Himmel, was da passiert. Und ich denke, wenn wir jetzt in wenigen Tagen eine neue Regierung wählen und es gibt von Germ Zero, es gibt von Germ Watch, von Klimapledge und so weiter. Es gibt so viele praktische Vorschläge, was in den nächsten 100 Tagen schon passieren könnte, weil es so dringlich ist. Und ich denke, ein Gesetz fehlt mir noch, nämlich dass man beim Kauf von einem Kilo Fleisch an der Supermarktkasse so augenblicklich so ein 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommt. Und dann heißt es, das haben Sie mitgekauft, wussten Sie nicht? Doch, das gehört dazu, das gibt es nur noch im Doppelpack. Brauchen Sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. Also oft passiert ja das, was du gesagt hast. Wir haben die globale Ungerechtigkeit, wir pusten hier was hoch. Antje hat es erwähnt, woanders wird es unerträglich. Auch bis hin in die Tiefen. Und du hast es auch an dem Mississippi gezeigt. An dem einen Ort fließt die Gülle rein und der Effekt ist dann 1500 Kilometer später für die Menschen tödlich. Also wir brauchen ein anderes Gefühl sozusagen, dass wir vernetzt sind. Und ich finde dieses Bild, hatte ich mal auf so einem Kinderspielplatz, gibt es diese Netzstrukturen, wo Kinder klettern. Ein sogenanntes Klettergerüst? Das ist eben kein Klettergerüst. Ich suchte nach dem richtigen Wort. Es ist so ein mit Seilen, mit lauter Knotenpunkten. Ja. Und erstmal denkt man, oh Gott, das ist wahnsinnig gefährlich, bis du kapierst, ein vierjähriges Kind kann gar nicht so ganz tief fallen, weil wenn es an der einen Stelle sich loslässt, dann wird es sozusagen eine Ebene tiefer aufgefangen.
Und ich finde, diese Web of Life, dieses Netzwerk des Lebens-Idee, kann man sich daran so richtig schön veranschaulichen. Nämlich, wenn du da lauter Knotenpunkte rausnimmst, dann fallen wir alle ins Bodenlose, weil uns dieses Netz eigentlich tragen kann. Ja. Und wir, John Schellenhuber hat das gesagt, wir verbrennen das Buch des Lebens, bevor wir es überhaupt gelesen oder verstanden haben. Ja, das ist das Ding. Wir wissen halt gar nicht, wie dieses Netz überhaupt aussieht und wo die Verbindungen sind und welche Rolle eine einzelne Art spielt oder genetische Informationen oder ein bestimmter Habitattyp, ne? Also Lebensraum. Also das ist so, das Unwissen, was wir haben, ist auch unglaublich groß. Wir haben ja bis jetzt erstmal, ich glaube, knapp 2 Millionen Arten überhaupt erst beschrieben. Und es gibt nur Schätzungen darüber, wie viele Tier- und Pflanzenarten es überhaupt gibt auf der Welt. Und wenn man sich das vorstellt, dass wir nur so unglaublich, und ich meine, wissenschaftlich beschrieben heißt ja noch nicht, dass wir irgendwas über die... Das ist halt einfach nur ein lateinischer Name drauf. Genau. Und das heißt, wir schneiden in diesem Netzwerk umher. Und wir wissen aber gar nicht, welche davon auch die tragenden Verbindungen sind und welche die Verbindungen sind, die für uns wichtig sind und von denen dann wieder andere Arten abhängen. Du hast uns ein paar Fotos mitgebracht von einigen deiner Exkursionen. Die darf ich mal von der Regie bitten. wo ist das? Das war in Sulawesi auf so einem Korallenarchipel. Das waren so 100 kleine Koralleninseln. Und ich habe da recherchiert zu Leuten, die mit Bomben und die mit Dynamit fischen. Also die bauen sich aus Palmdünger mit Flaschen Bomben, um dann so Schulen von Fischen zu fangen. Und das heißt, dann werfen sie es rein, zünden es an, dann explodiert es und zerreißt den Fischen ihre Schwimmblase und dann sinken sie zu Boden und dann kannst du es einfacher fangen, als wenn du eine Angel auswirfst. Und was du dann siehst, wenn du da schnorchelst, sind halt dann so 2-3 Meter große Löcher in den Riffen. Und was noch krasser ist, ist, dass manche Fischer das machen nur, das passiert interessanterweise auf manchen Inseln sehr stark. Die sind dann auch reicher und haben Mopeds und Autos, obwohl diese Inseln, man kann in 20 Minuten rumlaufen. Also man braucht überhaupt kein Auto, aber das ist natürlich Statussymbol. Das Krassere ist aber eigentlich, wenn die mit Cyanid fischen. Und die haben dann so Pumpsprüh, ich bin kein Gärtner, du weißt, was ich meine, ne? So Pumpdinger, und dann tauchen die damit runter und verfolgen so Korallen, so Riffbarsche, die sich dann verstecken, wenn der Taucher kommt, und dann sprühen sie, und dann, das ist Cyanid, hochgiftig, das weißt du als Arzt, dann werden die Fische bewusstlos und dann kannst du die pflücken und dann bringst du sie hoch ans Boot und dann wachen die nach 15 Minuten wieder auf ungefähr. Und werden dann lebendig weiterverkauft. Und am Ende, ich habe das recherchiert, die landen auf Märkten in Hongkong oder als so fancy in fancy Restaurants für $200-300 pro Mal. Und dann isst man das Cyanid mit. Das baut sich wohl ab, haben sie behauptet. Aber das Krasse ist, dass das vergiftet natürlich unten die Korallen. Also wenn du da bist, dass auf 20, 30 Meter ein einzelner Fisch zerstört 20 bis 30 Meter Korallenriff. Und das ist so abgefahren, weil diese Inseln, man sieht es im Hintergrund ein bisschen, wenn man nicht auf meine alberne Frisur guckt, dann sieht man, dass diese ganzen Inseln auf Korallen gebaut sind und davon quasi, das ist so ein dynamisches System, da werden Korallenbruchstücke angeschwemmt und dann haben die Leute darauf ihr Leben gebaut und trotzdem gehen sie damit so um. Zur Taucherbrille fällt mir eine Geschichte ein. Ich glaube, es braucht ja auch so emotionale Aha-Momente, wo man auch erschrickt über das, was wir gerade machen. Und ich hatte so einen in Italien, ich schwimme auch total gerne, ich bin auch so ein Wassermensch, so ein Wasserwesen. Und ich dachte immer, Mensch, meine Schwimmbrille ist beschlagen, und habe die dann geputzt. Und dann der alte Trick, man denkt immer, wenn man reinspuckt, dann wird es irgendwie klarer. Und es wurde und wurde nicht klar. Und dann in der Sekunde realisierte ich erst, nee, das liegt nicht an der Brille, dass es so trüb ist, das ist das Wasser. Das war voller Mikroplastik. Und dann sah ich so Reste von so Plastiktüten da wegschwimmen. Und ich spüre es noch jetzt, wenn ich dran denke, wie ich mich in dem Moment geekelt habe und geschämt habe und dachte, was machen wir mit dem Wasser, mit der Erde, und wie viel einfacher es immer ist, Dinge kaputt zu machen, als das alles wieder rauszuholen. Mhm. Also ich glaube, es braucht, und das wäre auch spannend für den Chat und für die Fragen, die auch von den Zuschauenden kommen, dass man einfach mal für sich selber sortiert, wann hatte man selber so einen Aha-Moment, wo einem etwas bewusst wird, wo man auch nicht mehr zurück kann. Mhm. Da ist das Parabelflug. Mhm. Da kann ich. Wie,
Hast du es auch mal gemacht? Nee, ich würde schon mal beim Hingucken kotzen. Man kriegt vorher so eine Spritze mit Cyanid. Mit irgendeinem Medikament, was da drin ist. Man wird bewusstlos, wie die Fische. Nee, man wird so ein bisschen high. Okay. Man fühlt sich dann ganz gut und dann gibt es billigere Möglichkeiten als Parabelflug. Ich weiß, ja. und dann, also das soll so sein, dass man dann hinterher nicht kotzt, was trotzdem einigen passiert. Aber das war einfach wissenschaftliche vom DLR in Köln, die dann verrückte Sachen testen, zum Beispiel, ob Wasserflöhe Schwerkraft fühlen können oder wie sich Beton kristallisiert in der Schwerelosigkeit. So, also richtig drängende Menschheitsfragen. Ja, also, so kam es mir vor, aber mit wahnsinnig engagierten Leuten dabei. Ja klar, wir brauchen Forschung, ob es diese braucht, weiß ich nicht. Aber was ist da? Da war ich in der Antarktis auf der Neumeier-Station, die vom AWI betrieben wird. Ja. Wir waren leider nur für weniger als 24 Stunden da, weil wir so zwischen zwei Sturmtiefs reinfliegen mussten. Das war eine sehr ungewöhnliche Wetterlage. Es kann auch sein, dass das was mit der Klimakrise zu tun hat, weil sich normalerweise hast du Luftströmung, die diese Tiefdruckgebiete verschieben. Das ist da nicht passiert und deswegen sind wir erst nicht reingekommen und mussten dann wieder raus. Und irgendwie 6 Stunden, nachdem wir da waren, waren Windgeschwindigkeiten von 150 Kilometern und Schnee, der einem so von unten ins Gesicht gewindet ist. Ja. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Wir wollen aber noch die dritte Position zu gesunde Erde, gesunde Meere, gesunde Menschen hören und freuen uns auf Fritz Habekus gleich in der Diskussion. Und dieser Applaus geht über in die Begrüßung von Marilyn Addo. Herzlich willkommen, Marilyn. Hallo. Artenvielfalt gilt ja nicht nur für Pandabären und Koalas und alles, was so süß ist, sondern auch für dein Spezialgebiet, für die Viren, für die Pandemien. Du bist Infektiologin hier am UKE, warst schon in der Ebola-Pandemie ganz weit vorne an der Forschung. Diese Pandemie, die wir jetzt gerade haben, hat die etwas mit unserem Umgang mit der Erde, mit den Tieren, mit dem Wildtierhandel auch zu tun? Also ich hoffe jetzt mal, dass das das Resultat sein wird, weil ich glaube, wir haben als Gesellschaft noch nie so hart erfahren müssen, was halt eine Pandemie halt mit einer Gesellschaft, mit der Welt machen kann. Also sowas wie der Ebola-Ausbruch in Westafrika, hat uns betroffen gemacht, das war auf unseren Bildschirmen und auf unseren Tablets und Zeitungen vorne drauf, aber das war ja weit weg. Das hier, also geschlossene Schulen, Lockdowns, das hat, glaube ich, sehr nahe gebracht, wie sehr wir vernetzt sind. Also für mich war es auch interessant, weil ich bin ja 2013 gekommen für das Thema Emerging Infections und habe da immer auch mal wieder Vorträge gehalten und gesagt, so, wir müssen uns vorbereiten für eine Pandemie, so vielleicht wie das Ausmaß der spanischen Grippen damals, 1918. Aber als es dann da war, da war ich auch überrascht, habe gesagt, so guck mal, jetzt ist es da. Ne? Also wir sind halt so vernetzt, also die Globalisierung, wir sind so vernetzt, dass halt ein Virus von Asien nach Europa, nach Amerika, über die ganze Welt in 0,6 Grad, ein respiratorisches Virus. Das hat man ja sogar. Also das sind die man einatmet. Genau, die Viren, die Erkältungskrankheiten machen können. Also gerade die Grippe hat sie sich ja damals auch schon vor 100 Jahren sehr ausgebreitet. Und das ist ja jetzt unsere dritte Pandemie oder ein dritter Ausbruch mit Coronaviren. Also wir hatten ja so 2002, 2003 SARS-1 sozusagen und dann kam 2013 MERS und jetzt haben wir SARS-CoV-2, also den Erreger, der Covid-19 auslöst. Und es sind im Grunde genommen weniger als 20 Jahre und 3 sehr große, sehr gefährliche Coronavirus-Erkrankungen. Also Coronaviren kennen wir ja schon total lange. Also 10% aller unserer ganz normalen Erkältungserkrankungen sind ja Coronaviren. Aber im Grunde genommen muss man auch sagen, dass von diesen 3, die wir jetzt haben, so SARS-1, MERS, das Middle East Respiratory Virus und SARS-2, im Grunde genommen so von der Mortalität Covid-19 und SARS-CoV-2-Infektionen ja noch die geringsten sind. Also damals das SARS-1 2003 hatte eine 10%ige Sterblichkeit, also jeder 10. ist gestorben und bei MERS war es im Grunde genommen noch schlimmer, 35 bis 40% der Infizierten sind gestorben. Bei Ebola noch mehr, oder?
Ja, Ebola noch mehr, aber Ebola ist halt tatsächlich auch etwas, das halt wirklich durch Körperkontakt und Flüssigkeiten übertragen wird. Aber alles, was so mit respiratorischen, also mit den Atemwegen oder mit dem Atem übertragen werden kann, ist halt etwas, was halt ja leichter übertragbar ist. Und sich bei einem Ebola anzustecken, war halt deutlich schwieriger. Und es ist natürlich auch etwas, wenn 90% der Leute sterben, gibt es auch nicht so viele Leute, die in der Welt rumfliegen können und das verteilen. Das muss man jetzt auch mal ganz banal so sagen. Ja, wir wollen ja heute die planetare Gesundheit und die globale Gesundheit aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven kennenlernen, weil ich auch geschockt war. Es gibt 1 Milliarde Menschen, die mit sogenannten neglected tropical diseases zu tun haben und denen deswegen auch die Möglichkeit fehlt, sich selber aus Armut zu befreien, weil sie schlichtweg die ganze Zeit auch körperlich geschwächt sind durch Parasiten, durch Tuberkulose. Ich meine, HIV ist auch eine Zoonose. Das hatten wir auch in den letzten 50 Jahren. Das heißt also, die Warnungen, dass wenn wir die Tiere krank machen und ihnen keine Rückzugsmöglichkeiten bieten, dass sie uns als letzte Amtshandlung auf dem Tiermarkt noch dann ihre Viren hinterlassen und uns Menschen krank machen, das ist doch eigentlich, das hätten wir doch lernen können. Jetzt mal ganz platt gesagt, wir haben 1 Milliarden Euro wirtschaftlichen Schaden jetzt durch die aktuelle Pandemie. Und die ist ja immer noch nicht zu Ende. Wäre es nicht billiger gewesen, die zu verhindern? Ja, also man sagt auf Englisch ja oft, hindsight is 100%. Also im Rückblick ist es natürlich immer einfacher zu sagen. Und man sagt immer, there's no glory in prevention. Es gibt keinen Blumentopf für Verhindern von Krankheiten. Aber wenn wir nach vorne gucken, das wird doch nicht unsere letzte Pandemie gewesen sein. Nein, ich sage, also wir sind ja leider noch in der Pandemie, aber nach der Pandemie ist vor der Pandemie, das ist ganz klar. Und ich denke, wir haben ja schon versucht, aus den einzelnen großen Events, die wir jetzt hatten, zu lernen. Und es sind ja auch durchaus Erkenntnisse da gewesen, auf denen wir aufbauen konnten. Also noch nicht genug, deswegen sind wir jetzt hier. Und man hat, glaube ich, in dieser Pandemie gesehen, wo halt auch strukturell so die Lücken waren. Ne? Gesundheitssystem, Strukturen, Kommunikation. Also ich glaube, wir haben ganz viele Hausaufgaben auf für diese Pandemie. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Also das fängt bei Wissenschaftskommunikation an und hört bei allen möglichen Präventionsmöglichkeiten halt und auf. Masken besorgen. Ja, sowas. Also auch die Vernetztheit der globalen Versorgungskette. Ne? Also dann, das war ja auch schockierend zu sehen, dass, also das hätten wir es auch niemals ausdenken können, dass wir in Deutschland mal überlegen mussten, dass im Krankenhaus vielleicht keine Masken verfügbar sind. Oder ich habe ja in Amerika auch einen Teil meiner Ausbildung gemacht und im Harvard, wo man denkt, das ist so der Olymp der Medizin, die hatten keine FFP2-Masken. Also die haben entweder mit keinen oder halt mit diesen OP-Masken halt Covid-Patienten halt behandelt und abgesaugt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es so weit mal kommen muss. Du hast uns auch ein paar kleine Einblicke in deine Arbeit mitgebracht. Wir schauen da mal rein, was so, viele wissen ja nicht auch, was ist eine Infektiologin, was ist ein Virologe? Du hast sehr viel mehr mit der klinischen Seite auch zu tun. Ja, ich hatte jetzt ja in der Pandemie oder auch so grundsätzlich, also ich bin die Spezies Physician Scientist, also forschende Ärztin. Ich mache meine Forschung halt total gerne, weil ich auch so gerne Patienten betreue. Und das habe ich jetzt in der Pandemie auch gemacht. Also wir haben ja auf meiner Station lagen halt nicht jetzt die Intensivpatienten, sondern halt die Covid-Patienten, die Sauerstoff brauchten und anderweitig halt Unterstützung klinisch brauchten. Aber das motiviert mich halt für meine Forschung auch. Wir forschen halt an Prävention, an Impfstoffen, ja auch ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Und das ist natürlich auch immer wieder so Pionierarbeit. Also es gibt einen neuen Erreger und alles, was du ja entdeckst oder erforschst, ist ja neu. Und das ist unheimlich faszinierend. Also wir haben ja nicht nur die Impfstoffe dann versucht zu entwickeln, sondern auch versucht zu lernen. Also wir haben Blut abgenommen von Patienten und Speichel. Anna Hita, eine meiner Kolleginnen, ist hier. Wir haben ja auch mitgemacht bei dem Projekt, dass diese Schnüffelhunde, ne, diese Spürhunde, die halt Covid erschnüffeln können. Also haben wir ganz, ganz viel gelernt. Und im Grunde genommen, weil es ein Erreger war, dessen Sequenz erst im Januar 2020 verfügbar war, war jeder Schritt und alles, was du gelernt hast, total Neuland. Und das war wie so auf so neuen Schnee laufen. Und, das hat viel Spaß gemacht. Ja, und du warst eine der Frauen weltweit, die da ganz, ganz, ganz viele neue Spuren auch gelegt haben. Und Schneeengel. Ja. Ja. Dein Vater, wenn ich das richtig erinnere, war Arzt in Ghana auch?
Also er ist Arzt aus Ghana gewesen, er ist leider schon verstorben, aber der hat hier als einer so der ersten Stipendiaten nach der Unabhängigkeit Ghanas hier ein Stipendium gehabt, in Deutschland Medizin zu studieren. Und heute ist unser Thema auch globale Gesundheit. Also während wir in Deutschland darüber diskutieren, ob wir die dritte Impfung in der ersten Welt wollen, gibt es allein auf dem afrikanischen Kontinent weniger als 2% der Menschen, die überhaupt die erste Impfung hatten. Und das finde ich so absurd, weil die 98% sind ja keine Impfgegner, sondern das sind Menschen, die auch zum Beispiel im Gesundheitswesen händeringend auf diese Impfung warten. Und diese COVAX-Initiative hätte nur 20 Milliarden Euro gebraucht, um ein Drittel der Weltbevölkerung zu impfen bis zum Ende dieses Jahres. Und 20 Milliarden kann man sagen, ist viel oder wenig, je nachdem, womit man es vergleicht. Im deutschen Gesundheitswesen ist 1 Milliarde Euro jeden Tag unterwegs, nur mal um so eine Hausnummer zu haben. Die Subvention von Diesel und Kerosin ist uns in 6 Monaten diese Summe wert. Wir haben für den Wiederaufbau von Europa haben wir gerade mal 1000 Milliarden zur Verfügung gestellt, alles auf Kredit der nächsten Generation. Und wir schaffen es nicht, diese 20 Milliarden zusammenzubringen für einen Impfstoff, der schon da ist. Ja? Und wie wütend macht dich das? Ja, das ist, also ich war eigentlich sehr hoffnungsfroh. Also im Grunde muss man ja sagen, diese Impfstoffentwicklungsgeschichte ist ja eine Riesenerfolgsgeschichte. Also ja. Da konnten wirklich Erkenntnisse, die jahrelang, also auf die man hingearbeitet hat, dann zum richtigen Zeitpunkt abgeerntet werden sozusagen. Eine neue Technologie hat den Einzug gefunden in die Impfstoffentwicklung und dann konnte man halt, ich hatte ja gerade gesagt, Januar 2020 und im Dezember war der erste Impfstoff schon lizenziert. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und auch die Initiativen für COVAX und halt also diese Geberkonferenzen, die haben ja schon im April angefangen, wo es noch gar keinen Impfstoff gab. Also ich war eigentlich total hoffnungsfroh, weil ich dachte so, das hat es noch nie gegeben, dass wir jetzt doch schon darüber nachdenken, dass wir die Impfstoffe, die es noch nicht gibt, abgeben müssen. Aber wir haben es nicht getan. Also das war halt so ein bisschen... Das ist aber eigentlich doppelt zynisch. Also ja, das ist doch für die Länder im globalen Süden, die müssen sich doch wirklich zweimal verarscht fühlen. Weil einmal sagt man, ja, wenn wir einen Impfstoff haben, dann teilen wir den. Und wenn wir ihn haben... horten wir alles in den reichen Ländern. Ja, und dann machen wir halt die gleichen Fehler, die wir ja schon früher gemacht haben. Also es gab ja auch schon andere Pandemien oder Ausbrüche, in denen dann halt die erste Welt in Anführungsstrichen halt dann die Impfstoffe gehortet hat. Und das macht natürlich diese Diskussion um die dritte Impfung, die da ja auch durchaus politisch geführt wird, wirklich schwierig. Ne? Also wenn man halt sich überlegt, ob jetzt eine 23-Jährige hier in Deutschland das dritte Mal geimpft werden muss, während die Krankenschwester in Indien noch nicht geimpft ist, abgesehen davon, dass noch viele Deutsche nicht erst geimpft sind, ist es natürlich schwierig, ne? Muss man wirklich abwägen. Deswegen sagt ja auch die WHO, wir sollten in den reichen Ländern mindestens 0,1% unseres Bruttonationaleinkommens geben für gesundheitsbezogene Entwicklungszusammenarbeit. Und aktuell sind wir da noch nicht mal bei der Hälfte. Ja, 0,1%, das ist 1 Promille von dem, was wir haben. Und das habe ich auch nicht gedacht, dass ich das als Arzt mal sage, wir brauchen mehr Promille. Wir brauchen mehr Promille für gesundheitsbezogene Entwicklungszusammenarbeit. Und die 0,7%, die ja auch schon lange im Raum stehen für das gesamte Volumen von Entwicklungszusammenarbeit, haben wir dieses Jahr das erste Mal erreicht, aber nur, weil wir die Arbeit für die Geflüchteten einfach da mal mit reingerechnet haben, wo natürlich die Herkunftsländer gar nichts davon haben. Das heißt also, wir sind auf einem Level geizig, wo ich auch denke, Mensch, globale Gesundheit heißt doch, dass die Mutationen, die maßgeblich dort entstehen, wo die Menschen nicht geimpft sind, die kommen doch alle wieder zurück. Also früher musste man hier ins Tropeninstitut gehen, wenn man irgendwie wegreisen wollte in ein exotisches Land. Heute kommen diese Keime von alleine. Ja? Also die Viren sind Vielflieger und ein Virus ist egal, ob du Mensch bist oder Tier. Ein Virus ist egal, ob du versichert bist oder nicht. Und ein CO2-Molekül ist auch egal, aus welchem Land es kam. Ja? Also diese Verbindung zwischen den Infektionskrankheiten, die auch kommen und die ja auch noch vor der Klimaerwärmung gesehen auch noch häufiger werden. Vor welchen Vektoren, also Überträgern, hast du am meisten Angst? Werden wir Malaria auch in Deutschland demnächst haben? Ja, also das Thema vektorübertragende Erkrankung ist natürlich ein riesiges. Ich wollte noch mal. Das ist alles, was so mit Mücken kommt. Mücken oder Rickettsien, also Zecken. Zecken oder sowas in der Richtung. Aber nochmal zu dem, was du eben gesagt hast, es ist halt kurzsichtig, wenn wir nicht investieren in halt in auch Prävention in global, weil das, wie du sagst, kommt zu uns zurück und das ist ja auch dann COVAX Vision, so no one is safe until everyone is safe, weil ja. Also jetzt haben sie ja die Mutationen oder die Variants of Concern umbenannt, dass man nicht mehr
brasilianische und indische Mutante sagt, aber im Grunde genommen steht das ja dahinter, auch wenn sie jetzt Alpha, Beta und was weiß ich, Gamma, Delta heißen. Also das ist halt ein Riesenproblem. Aber diese vektorübertragenen, also Mücken oder auch halt ja, andere Vektoren übertragene Erkrankungen sind natürlich ein Riesenproblem. Denn wenn es wärmer wird, dann können halt Mückenpopulationen halt auch irgendwo etabliert sein oder sich wohlfühlen, wo sie sich halt vorher nicht wohlgefühlt haben. Und das bringt halt auch Erkrankungen wie zum Beispiel jetzt in Deutschland West-Nil-Fieber wieder auch in unsere Regionen. Also 2018 gab es die ersten Fälle, humanen Fälle. Eigentlich ist es, wenn ein Mensch infiziert wird, ein Unfall der Natur. Aber wenn es halt wärmer wird und die klimatischen Verhältnisse und die Ökosysteme so durcheinander sind, dann kann es halt auch mal dazu kommen, dass mehr andere Tiere als Zwischenwirte kommen und unter anderem auch der Mensch. Und gerade West-Nil-Fieber macht halt Erkrankungen nicht bei allen Leuten, so bei 25%, aber bei manchen halt richtig schwere auch. Also es gab Todesfälle. Ausgerechnet in Ostdeutschland gab es West-Nil-Virus. Ja. Wir haben die Frühsommer-Meningoenzephalitis, die heißt ja nicht umsonst Frühsommer, weil die normalerweise erst im Frühsommer auftaucht. Mhm. Die haben wir jetzt im Januar. Warum? Weil die Zecken feiern, dass es im Winter nicht mehr kalt wird und dann überleben die in ganz anderen Populationen und, und. Das heißt also, die Natur ist derartig durcheinander, dass wir Menschen eben auch plötzlich in einem der reichsten Länder der Erde wieder Angst haben müssen vor Tropenkrankheiten. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem Thema planetare Gesundheit. Und wir wechseln jetzt einmal die Moderationsposition. Ich gehe hier rüber. Und alle drei Panelisten sitzen unserem Publikum dann auch en face. Alle, die zuschauen, können über die QR-Code-Funktion, die wir noch einmal einblenden, Fragen stellen. Und ich frage mal Frank Schweikert, wie sieht's aus? Was interessiert die Menschen an den Bildschirmen? Und ich frage auch einmal mit einem Mikrofon, mit einem Handsender, was interessiert hier die Menschen im Publikum? Ich, wenn du laut redest, Klaus Mielke darf ich begrüßen, dann geht das auch über mein Mikrofon. Ja, gerne. Vielleicht kriegen wir auch gleich eins. Klaus Mielke, für alle, die ihn nicht kennen, ist ein, darf man Urgestein sagen? Ja. Ist das charmant? Ein lebendiges Urgestein. Ja. Wir tragen beide hier die SDGs, die Sustainable Development Goals, dass wir eine Idee haben, wo wollen wir eigentlich hin als Gesellschaft. Wir haben jetzt den Gipfel in Glasgow. Du bist F20-Gründer, also du versuchst viele Stifter darauf zu bringen, sich zu vernetzen, auch heute hier. Von der Diskussion, die wir gerade hatten, was hat bei dir Klick gemacht? Was war dein Moment, wo du dachtest, es stimmt, so habe ich das noch nicht im Zusammenhang gesehen? Ja, Eckart, das ist genau das, was du eben nochmal deutlich gemacht hast, diese SDGs, die globalen Entwicklungsziele, die eigentlich einen holistischen Ansatz brauchen. Dass wir nicht die einzelnen Bereiche nur alleine sehen, sondern sie zusammenbringen. Also den Nexus zwischen Gesundheit, Klima und Biodiversität. Jetzt mal allein die drei genannt. Das ist nicht ausgebildet. Das ist nicht wirklich gut gefördert. Und da müssen wir sehr viel mehr tun. Und diese SDGs besagen ja auch, wir sind selber Entwicklungsland. Alle sind Entwicklungsländer in dieser Welt. Wir müssen aus dieser Position raus, wir wissen es besser. Andersrum ist es richtig, wir haben so viel falsch gemacht und sind ein schlechtes Beispiel für die Welt. Herzlichen Dank. Ich frage mal Roda Verheyen, die Juristin, die an dem Bundesverfassungsgerichtsurteil auch maßgeblich Anteil hatte. Roda, was hältst du von der Idee von Fritz, dass auch ein Fluss mal sagen dürfte, ich gehe vor Gericht? Ja, hallo Eckart. Ich habe mir schon gedacht, dass die Frage kommt. Abend. Ja, das ist tatsächlich die Eigenrechte der Natur, das ist tatsächlich ein Thema, was im Moment auch die Juristerei und auch viele Konferenzen beschäftigt. In Deutschland sind wir davon sehr weit entfernt. Insbesondere auch das Bundesverfassungsgericht hat zwar einen epochalen Klimabeschluss veröffentlicht, aber eine Sache, glaube ich, haben die Richter und Richterinnen noch nicht verstanden. Da steht nämlich drin, man könne sich in Deutschland eigentlich an alle Folgen des Klimawandels anpassen. Das ist, glaube ich, falsch. Und ich glaube, da sind noch viele kommunikative Aufgaben. Also wir können weder unsere Wälder erhalten und auch ausbauen, wenn es so weitergeht, noch können wir Menschen uns alle anpassen. Das geht einfach nicht. Und deswegen glaube ich, dass die Eigenrechte der Natur auch ein ganz wichtiges Thema sind. Aber eben gerade in Deutschland müssen wir das Recht insgesamt auch weiterentwickeln. Genauso wie es steht, haben wir da noch viel vor uns. Bisher hat das Recht versagt. Eigentlich ist es ja dafür da, Rechte auszugleichen und gegeneinander ordentlich und richtig abzuwägen. Und das ist im Anthropozän noch nicht gelungen. Da haben wir noch viel vor uns.
Der Ferdinand von Schirach hat dieses kleine Büchlein Jeder Mensch herausgebracht und sagte, wir bräuchten eigentlich auch auf EU-Ebene neue Grundrechte, zum Beispiel auf ein Recht auf intakte Natur. Gibt es da Chancen auch durch deinen mitgetragenen Verein Green Legal, dass auch die Juristen sich stärker für diese Themen engagieren, bis hin auf Europaebene? Ja, also Green Legal Impact setzt sich dafür ein, dass das Recht, was es gibt, sich stärker für grüne Themen, nachhaltige Entwicklung, damit auch das Thema des heutigen Abends einsetzt. Aber ich glaube, wir haben alles Recht, was wir brauchen. Eigentlich haben wir alles Recht, was wir brauchen. Wir müssen es nur richtig anwenden. Und dafür ist wiederum der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts wirklich ein gutes Beispiel. Wir hatten schon so lange diesen Artikel 20a, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen auch für die kommenden Generationen in unserem Grundgesetz. Aber es ist einfach blind, sind wir durch die Welt gestapft. Auch alle Politikerinnen und Politiker, auch leider. Aber ist Justiz alle ja nicht blind? Die wird doch immer dargestellt, die Göttin der Gerechtigkeit. Nein, nein. Aus meiner Sicht haben wir so ein Glück, dass wir in Rechtsstaaten leben, hier auch in der EU. Und Richter und Gerichte haben eine große Rolle und sie sind nicht blind. Aber offensichtlich haben wir es bisher nicht geschafft, die Fälle ordentlich auszuwählen. Ich hoffe, das gelingt uns in Zukunft. Danke für das Bohren dicker Bretter, Roda Verheyen. Immer wieder auf dem Panel kam auch das Thema Kommunikation. Marilena, du hast einen Podcast Sinneswandel, wo verschiedene Gäste hier aus der Runde schon auch zu Gast waren. Wie wichtig ist auch die Philosophie oder die Geisteswissenschaft, um dieses Thema mal voranzubringen? Es ist ja lange geframed worden als ein Problem der Naturwissenschaft, also als ein physikalisches Problem. Welche Perspektive kannst du da noch dazu bieten und was hat dich inspiriert von der Diskussion? Also ich glaube, dadurch, dass wir hier alle als Menschen sitzen und du erzählst ja auch oder sprichst immer davon, dass der Klimawandel ein Thema ist, was uns alle als Menschen betrifft, weil es unsere Gesundheit eben in allererster Linie eben auch ganz, ganz essentiell betrifft, dass die Narrative, die wir erzählen über den Klimawandel, ob wir das als Verzicht oder als Erhalt von, ob es Artenvielfalt ist, ob es mehr Menschlichkeit ist, je nachdem, wie wir das frame. Ich glaube, das ist etwas, was wir noch viel mehr in den Mittelpunkt stellen müssen. Und deswegen glaube ich auch, dass das ganz und gar nicht ein rein wissenschaftliches Thema ist. Es ist natürlich essentiell, dass wir wissenschaftlich oder dass wissenschaftlich gearbeitet wird, das wird getan. Aber die Art und Weise, wie kommuniziert wird, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da gehen einige JournalistInnen, Medienschaffende auch im Bereich des sogenannten transformativen oder auch konstruktiven Journalismus voran. Auch das wird durchaus kritisch immer wieder beurteilt. Diskussionen sind darüber total wichtig. Aber ich glaube, dass wir uns ja viel mehr darüber austauschen müssen, wie wir eigentlich über ja, die Welt und den Erhalt der Welt sprechen. Danke, dass du da so einen wichtigen Anteil hast. Und ich gehe noch einmal weiter zu Martin Kaiser. Martin, du bist Deutschlandchef von Greenpeace. Ein Thema, was diese One Health-Idee eigentlich erst losgetreten hat, waren ja die antibiotikaresistenten Keime, wo man plötzlich merkte, wir haben Krankenhausinfektionen, wir haben ein Riesenproblem innerhalb der Medizin, was ganz eng verknüpft ist mit Fleischproduktion, mit Keimen in der Umwelt und wo klar war, keine einzelne Disziplin wird dieses Problem lösen können. Warum habt ihr euch auch mit Greenpeace auch so für dieses Thema engagiert? Ja, für uns war die Frage, wie kriegen wir eigentlich diese Umweltprobleme kriegen wir transportiert. Und ich glaube, wir kriegen es transportiert, was man jetzt auch bei dem Panel auch sehr gut mitbekommen hat, über die Verletzlichkeit. Die Verletzlichkeit von uns Menschen durch das, was wir Natur, was wir Kreaturen antun. Und ich glaube, diese Massentierhaltung ist sinnbildlich eigentlich für eigentlich einen perversen Umgang mit Natur, mit unserer Kreatur, mit unserer Nahrung, wo wir sehen, über die Massentierhaltung produzieren wir so viel Gülle. Dieser Eimer Gülle, den du eingangs genannt hast, ist, glaube ich, sehr eindrücklich für ein Fleisch, was eben für die Verbreitung von multiresistenten Keimen verantwortlich ist. Das geht in das Grundwasser, das geht in die Nahrungskette hinein, bis hin in die Krankenhäuser, wo über die Anwendung von Reserveantibiotika wir letztendlich den Schutz von uns Menschen aufs Spiel setzen. Und ich glaube, bei dem Panel ist nochmal deutlich geworden, wenn wir die Verletzlichkeit für uns Menschen nochmal sehr viel deutlicher machen, dass wir dann auch
Antworten finden können auf all diese globalen Krisen, die eben beschrieben wurden. Und das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung, aber wir müssen irgendwo anfangen. Und ich glaube, wenn wir hier bei uns anfangen und jetzt sagen, wir stellen das Wohl von Natur und Menschen ins Zentrum, auch von Politik, und das auch die nächsten Jahre prägen wird, dass wir dann eine Chance haben, wirklich gemeinschaftlich in der globalen Welt was zu verändern. Herzlichen Dank, Martin Kaiser von Greenpeace. Frank, wie sieht's aus? Welche Fragen kommen aus dem Publikum online? Ja, nachdem Antje dann auf dem Podium war und über die Meere gesprochen hat, da bleibt natürlich die Plastikfrage nicht aus, aber sie wurde konkretisiert und zwar in der Form, wie bringt man das in die Politik? Es muss sich irgendwas ändern. Eine Frage, aber eine, die ich auch wesentlich spannender finde, wie kann die Wissenschaft mit Menschen außerhalb der Bubble ins Gespräch kommen? Also, und zwar mit den Menschen, die die Klimapolitik aktiv ausbremsen. Das ist, glaube ich, ein ganz riesiges Problem, was wir auch hier auf der Hamburger Klimawoche thematisieren. Und deswegen machen wir solche Veranstaltungen. Also was kann man da tun? Wie kommen wir an die Bremse ran und wie gestalten wir eine Politik, die konstruktiv ist? Einer der großen Kommunikatoren in diesem Land ist auch hier im Publikum, nicht ganz zufällig, Christian Stöcker, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Christian, du hast auf Spiegel Online eine Kolumne, die manchmal 1 Million Menschen lesen. Welche Rolle spielt die Kommunikation für diese Themen, die wir ja gerade hatten? Du hast ein Buch geschrieben über die Exponentialfunktion, weil wir haben ständig, reden wir, ja, das wächst exponentiell, aber wir haben ja im Hirn irgendwie kein gute Vorstellung davon, was eigentlich exponentielles Wachstum ist. Mhm. Warum versuchst du sozusagen wirklich die Dinge mal so runterzubrechen, dass wirklich viele Leute klicken und lesen? Das liegt, glaube ich, an meiner Biografie. Ich bin ja eigentlich Psychologe. Ja? Und ich habe im Laufe der Zeit, in der ich mich mit diesem Thema beschäftige, festgestellt und selber tatsächlich überrascht festgestellt, die Exponentialfunktion, die wir alle kennen, ist das Mooresche Gesetz, ja? Dass unsere Handys immer besser werden und die Computer immer schneller werden und so weiter. Aber alles, worüber heute geredet worden ist, alles, was deine Gäste heute angesprochen haben, sind Prozesse, die irgendwie zusammenhängen mit der Exponentialfunktion. Also das heißt, alle diese Dinge, egal ob es das Artensterben ist, der CO2-Eintrag in die Atmosphäre, Entwaldung, Schrimp-Aquakultur, Nitrat in Küstengewässern, ja, es gibt eine Vielzahl, Johann Rockström hast du angesprochen, der gehört zu den Leuten, die das erforschen, eine Vielzahl von Indikatoren, die sich alle seit Jahrzehnten exponentiell entwickeln, also immer schneller. Und jetzt kommt der Psychologe wieder ins Spiel. Exponentielle Entwicklung verstehen wir als Menschen extrem schlecht. Ja, wenn man Leuten so einfache Aufgaben stellt, sag mal voraus, wie schnell der Teich mit den Seerosen zuwächst, dann machen sehr, sehr viele Leute das falsch. Ja, kann man nachgucken, es gibt so eine ganz einfache Frage dazu. Hälfte der Leute macht es falsch, die Leute machen es alle gleich falsch, genauso wie wir das im Zusammenhang mit Corona immer wieder erlebt haben. Wenn es exponentiell verläuft, also immer schneller, glauben wir Menschen, wir fahren gut damit, dass wir uns vorstellen, es verläuft linear, also halt so, wie wir das so kennen, vom Fußgehen. Und das ist eine extrem fatale kognitive Verzerrung, die wir übrigens im Wahlkampf auch wieder aufs Furchtbarste erleben müssen, aus meiner Wahrnehmung heraus. Also wir haben lauter Prozesse, die uns extrem gefährden, die exponentiell, also immer schneller verlaufen. Und wir müssten uns deswegen auch immer schneller dagegen wenden. Und das den Leuten zu erklären, dass es immer dringender wird, finde ich, ist eine absolut zentrale Aufgabe. Aber wegen so einem Tag verändert man noch nicht die Politik. Ja, genau. Das ist so eine typische Aussage. Ja? Für, nee, Herr Laschet, ja? Es ist nicht, dieser Tag ist nicht so ein Tag, sondern es ist ein kleiner Punkt auf einer Kurve, die immer steiler wird. Ja? Und da oben wird die irgendwann für uns komplett unkontrollierbar. Und das ist aber tatsächlich in der Fläche, weder in der deutschen Politik, noch ist meine Wahrnehmung, ist natürlich immer so eine Sache, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, noch in der deutschen Medienlandschaft so richtig eingesunken, dass es so ist. Und deswegen finde ich super, was du hier gerade machst. Also je mehr Multiplikatoren bereit sind, das mal deutlich auszusprechen, desto schneller wird es auch die Köpfe erreichen und dazu führen, dass tatsächlich Verhaltensänderungen und vielleicht auch politische Änderungen möglich werden. Herzlichen Dank, Christian Stöcker. Danke für die Stimmen aus dem Publikum. Und damit möchte ich gerne auch wieder zu unseren drei ExpertInnen hier auf dem Podium. Ich wüsste gerne von euch, was von den Dingen, die jemand anders auf dem Podium gesagt hat, euch geflasht hat. Gab es einen Moment, wo ihr sagte, ach stimmt, das habe ich so noch nicht in Verbindung gesehen zwischen der
Artenvielfalt zwischen den Meeren und der Arktis oder auch den humanen Pathogenen zwischen den Viren? Also ich habe mit Begeisterung euren beiden Reports gelauscht, aber die Bakterien auf dem Grund, das war mir noch nicht so, also ich meine, das Mikrobiom ist ja auch in uns ja ein großes Thema und das hat mich also nochmal so total berührt, was, wie du das berichtet hast, so was auf dem Meeresboden abläuft, was für einen Impact das eigentlich hat für uns und auch so der Kreislauf des kommt als Schnee wieder runter. Das ist ein Bild, das kann man sehr gut greifen, meiner Meinung nach. Und die Bomben an den Korallen oder diese selbstgemachten Explosionen an den Korallenriffen, das werde ich auch noch mal ein bisschen im Herzen mit mir rumtragen in den nächsten Tagen, sicher. Also. Ich habe schon wieder gelöscht gehabt, tatsächlich die Tödlichkeit der anderen Viren und diese Merkwürdigkeit, wie schnell wir eben so vergessen können, also ich auch, dass einfach das, was man schon erlebt, was im Wissensspeicher eigentlich theoretisch da ist, dass man es nicht abrufen kann und in Verhalten direkt umsetzen, das war mir eben nochmal so klar geworden, als du davon gesprochen hast. Ja, und dieses Nachdenken darüber, was die nächste Pandemie ist, ne? Ich habe neulich mal einen der ersten Podcasts von Christian Drosten nachgehört. Und wenn man das macht, kommt man in so eine ganz merkwürdige Zeitreise, wenn man plötzlich so in diese, oh Gott, ist kein Klopapier mehr da und die Nudelregale sind leer und was darf man dann noch machen? Diese wahnsinnige Unsicherheit. Und man ist, wir haben ja das vorhin an einem Punkt in der Pandemie auch schon, du hast gesagt, wir sind noch mitten in der Pandemie. Und wie schnell man, auch wir haben ja gerade über so Wahrnehmungsfehler gesprochen, wie schnell man so in den Modus wechselt und das, was einen vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren noch so bis ins Mark erschüttert hat, wie man das heute wieder abgelegt hat. Ne? Das ist ja auch in der Ökologie Shifting Baselines ein Phänomen, dass man sich an den neuen Normalzustand gewöhnt und dann einfach so weitermacht. Das ist ja auch das wunderbare Plakat der einzigen Partei, die den menschengemachten Klimawandel leugnet. Deutschland aber normal. Und als ich die Chance hatte, einen Tagesthemenkommentar zu dem IPCC-Bericht zu sprechen, habe ich gesagt, wie viele Jahrhundertereignisse brauchen wir noch, um zu kapieren, dass dieses Jahrhundert anders ist? Und das hat gerade erst angefangen. Wir sind im Jahr 21 dieses Jahrhunderts. Deswegen würde ich gerne das, was auch hier die Online-Community beschäftigt, für unsere letzte Phase in diesem Austausch fokussieren, nämlich welche Rolle hat Kommunikation? Jeder von euch hat an seiner eigenen Warte ganz, ganz viel auch Zeit investiert. Und das ist ja für Wissenschaftler erstmal etwas, womit man ja in dem klassischen Wissenschaftsbetrieb nicht unbedingt gewertschätzt wird. Da geht es um Publikationen, da geht es um Impact-Punkte. Es geht nicht darum, wissenschaftliche Erkenntnis in die Öffentlichkeit zu bringen und erst recht nicht auch zu politisch Verantwortlichen. Und deswegen würde ich gerne einmal von euch wissen, das, was uns hier alle umtreibt, wie können wir mehr dafür sorgen, dass diese Themen wirklich Schlagzeilen machen, dass die nicht, wie du sagst, Shifting Baseline, man gewöhnt sich an die Katastrophenmeldungen und Montag Weltklimaratsbericht und dann ist aber Dienstag schon wieder was ganz anderes wichtig. Wie können wir das in die Öffentlichkeit bringen und auch aus Wissenschaft stärker politisches Agenda-Setting bis hin zu Gesetzen? Antje, du nix. Du bist auch DFG-Kommunikator, Preisträgerin. Die Kommunikation war immer auch schon eines deiner großen Anliegen. Ich glaube, dass das wichtig ist, wenn es wird, wir sind ja in Krise, wir reden ja eigentlich heute über eine Krise oder mehrere Krise. Und das ist anders, auch kommunikativ, als wenn wir uns für große andere Probleme interessieren. Und da, weil wir alle heute auch klar waren, bei allen dreien oder bei dir, bei allen hier im Raum, haben wir erkannt, es geht ums Überleben auf verschiedenen Zeitskalen, aber es geht ums Überleben. So, was muss man dann machen, wenn es ums Überleben geht? Der Astronaut Alexander Gerst hat mir einmal gesagt, wenn wir trainiert werden und es geht ums Überleben, dann suchen wir nach der Stellschraube, die eine, die uns Zeit verschafft, besser zu reagieren, noch so viel wie möglich zu retten. Und in unseren Problemen, in denen wir feststecken, müssen wir diese eine große Stellschraube erstmal suchen und dann konzentriert darauf zugehen. Und das ist das, was ich immer noch das Gefühl habe, dass das von unserer Politik langsam wird es immer besser erkannt. Es ist ja auch was getan, Kohleausstieg. Aber
zu langsam, zu spät, nicht international genug, nicht ehrgeizig genug, nicht die Verbündeten suchen, die es schon längst gibt. Für das Plastikproblem, die Frage, die du vorgelesen hast, Frank, was ist mit dem Plastik? Warum fokussieren wir uns alle auf das Zeug wieder aus dem Meer rausholen und nicht auf die Frage, wozu genau brauchen wir ein Material aus Erdöl, was, wenn wir es einmal benutzen, aber dann für Hunderte oder Tausende von Jahren herumschwimmt. Material muss weg, nicht dieses Ganze am Ende der Kette, sondern die große Stellschraube. Und wir haben die Aufgabe in Krisenkommunikation, die großen Stellschrauben, globale Zusammenhalt in Bezug auf Impfen zu finden, Kohleausstieg, Plastik ersetzen durch andere Stoffe und so weiter und so fort. Ich habe in meinem Buch, ja, die großen Stellschrauben, und Alexander Gerst ist auch ein toller Kommunikator. Ich hatte ihn bei Frag doch mal die Maus auch zu Gast, und er sagte als junger Beste Kommunikationssendung der Welt. Und er sagte, als junger Astronaut hat man immer den Wunsch, irgendwie im Weltall was Tolles zu entdecken, und das Tollste, was man im Weltall entdecken kann, ist der Blick zurück. Es ist die Erde. Es ist der einzige Planet mit Wasser, mit Sauerstoff, mit einer Atmosphäre, die so dünn ist wie die Haut von einem Apfel. Und er sagte auch, wenn man aus dem Weltall einmal die Atmosphäre gesehen hat, wir denken ja immer, unsere Sinne sagen, ach, die ist unendlich. Aber die ist, wenn wir mit dem Auto senkrecht in die Luft fahren würden, wären wir bei Autobahngeschwindigkeit nach 5 Minuten durch. Ja? Also die Atmosphäre ist eben so vulnerabel. Wir hatten auch dieses Thema, eben, wir müssen diese Verletzlichkeit erstmal fokussieren, weil das spielte über 10.000 Jahre Sesshaftwerdung überhaupt keine Rolle. Wir hatten immer sozusagen genug Naturressourcen, und plötzlich müssen wir umdenken von dieser leeren Welt, die Expansion ermöglicht, in einer vollen Welt komplett anders mit Material umzugehen, mit Ressourcen, mit Emissionen. Und da hilft es aber auch erstmal, Ehrfurcht zu haben vor dem, was da im Weltall schwebt. Der einzige Planet auch mit Schokolade, mit Bier. Sex und Kaffee und Bier, genau. Danke, Fritz. Wie sehr spielt auch dieser Sinn für das Schöne, was verloren geht, also auch diese Trauer darüber, auch in der Kommunikation eine Rolle? Also du hast es vorhin so ergreifend gesagt, man will eigentlich was Schönes schreiben, und du kannst es gar nicht, weil wenn du genauer hinguckst, ist ganz, ganz viel auch kaputt. Ja. Was macht das auch mit euch? Weil wie sehr geht dir das auch so nahe, dass du auch, ja, diese Trauer gar nicht mehr los wirst? Also ich frage mich das als Journalist oft, wie viel Trauer auch gut ist. Also auch in den Geschichten, die man schreibt, wenn man über das Artensterben schreibt, schreibt man häufig in so einem Tragödienton darüber. Und ich glaube, da gibt es gute Gründe dafür, weil die Situation so ist, wie sie ist, und das muss man auch aussprechen. Aber trotzdem führt es zum Teil oder kann es zum Teil auch dazu führen, dass man immer in so einer ähnlichen Tonalität spricht und sich wiederholt. Und das kann, glaube ich, auch dazu führen, dass man irgendwann abstumpft. Und was ich glaube, was wir öfter machen könnten, ist einfach auch die Schönheit zu feiern und quasi eine andere Antenne zu adressieren, weil wir, die wir ja auch haben. Man kann ja nicht nur über Trauer und Wut, die kam ja heute auch schon hoch, nicht nur darüber Menschen aktivieren, sondern auch irgendwie das Schöne beschreiben und zeigen. Und das sind ja auch... Deine Mutter. Nein, eine Liebhaberin der Schönheit. Ja. Von daher. Ja. Und das sind ja Dinge, die wir alle haben. Ne? Das ist ja in uns drin, irgendwie sich von einem Vogelgesang zu berühren zu lassen. Oder jeder hat das, wenn er mal einen Wal gesehen hat oder einen Delfin. Das ist irgendwie so, das macht man mit einem. Und das irgendwie dem auch Raum zu geben, ist das, da muss man sich ein bisschen trauen, aber das dürfen wir auch, glaube ich. Ich erinnere mich an eine Semesterlektion in Pathologie. Marilyn, du hast ja dieses Studium auch durchlaufen, wo ich völlig überfordert war mit diesen Zellen da im Mikroskop, die zu identifizieren. Und der Pathologe sagte einen Satz, den werde ich nie mehr vergessen: Stell dir einfach die erste Frage, ist das schön oder nicht? Weil alles Gesunde ist schön. Das ist geordnet, das ist strukturiert, hält sich an die Grenzen. Und alles Pathologische ist genau dadurch gekennzeichnet, zum Beispiel Krebszellen, die sind unterschiedlich groß. Die respektieren nicht, wo ein anderes Gewebe anfängt. Die wachsen da rein, die sind invasiv, die sind maligne. Und das wirklich auf die Ästhetik zu reduzieren, das hat mir total die Augen geöffnet dafür, dass der Mensch wirklich eigentlich ein Wunder ist. Und dass natürlich bei uns alle diese Einflüsse die ganze Zeit kommen.
Also gerade auch wenn Menschen impfskeptisch sind, dann denken sie, mein Körper gehört mir und ich habe doch mit dem Rest der Welt gar nichts zu tun. Und für einen Lymphknoten ist relativ egal, ob der Kontakt mit dem spannenden Antigen jetzt über ein Einatmen passierte oder über den Muskel und über eine gezielte Auseinandersetzung, sprich die Impfung. Aber wie könnten wir auch dieses Bewusstsein, dass Gesundheit nicht was ist, was ich alleine optimieren kann, sondern dass immer ein Gemeinschaftswerk ist, dass Gesundheit ansteckend ist, dass global auch hier ist. Wie könnten wir das noch befördern, Marilyn? Was hast du da für Ideen auch in der Kommunikation? Ja, also wir haben ja jetzt viel auch über Emotionen gesprochen, über Wut, über halt Trauer, aber eine Emotion, die jetzt in der Pandemie jetzt auch nochmal sehr präsent war, nicht nur jetzt, sondern auch schon bei Ebola und wenn wir uns erinnern, auch bei HIV, ist halt auch die Angst. Ne? Also viele Leute haben halt auch wahnsinnig viel Angst. Und da, finde ich, haben wir so einen Auftrag auch gehabt jetzt in dieser Zeit, halt in dieser Infodemie auch. Ne? Ich meine, es ist ja jetzt auch mit den ganzen verschiedenen Medienoutlets, war es ja auch schwierig dann für die Leute, die halt Angst haben, auch dann die Inhalte, ja, die klaren Inhalte so zu kommunizieren. Und wir haben ja beide gemeinsam Wissen für Fact News, ne? Werbung gemacht. Und das fand ich war ein wichtiger Beitrag. Und das ist ja irgendwas, was ein bisschen Alien ist, als Wissenschaftler in der Art und Weise Kommunikation zu betreiben. Aber das habe ich halt auch so als Auftrag gesehen, für uns halt da so klare Linie zu haben und auch solchen Sachen wie Emotionen wie Angst halt auch ein bisschen so den Edge zu nehmen. Ja, und dann ist es natürlich immer so eine Sache, das ist dieser kollektive Beitrag, den man dann bringt mit seinem, wenn ich mich impfen lasse, dann schütze ich andere. Und das ist im Grunde genommen etwas sehr, wo man sagt, das hat ja noch mehr Wert, aber gerade dieser Faktor Angst bei dem Thema Impfen, das ist ja nicht bei Covid jetzt neu, das war bei Masern, also wir hätten uns letztes Jahr sonst um die Masernimpfung streiten müssen, das war immer schon emotional besetzt und das ist halt leider so ein bisschen so ein Luxusproblem auch. Ne? Also ich sage immer, Impfstoffe sind halt das Opfer ihres eigenen Erfolgs. Ne? Ja, genau. Weil ich meine, jetzt wir sehen niemanden mehr, der Polio gelähmt ist, wir sehen keine, anders als in Afrika stirbt keiner mehr an Tetanus im Wundbett, also eine Mutter. Ja. Und das ist halt nicht mehr präsent in unserer Gesellschaft. Und wir wollen eigentlich nicht diese bösen Bilder zeichnen, aber das müssen wir, glaube ich, nochmal genau das, was du gesagt hast. Wir müssen halt feiern, dass wir Impfstoffe haben. Das ist ein totales Geschenk, dass wir so leben können, wie wir jetzt leben, weil unsere Kinder nicht mehr an Masern und anderen Kinderkrankheiten versterben. Und das müssen wir, glaube ich, wieder ganz sensibel aufgreifen. Das war schon ein Schlussappell. Lass uns feiern, was wir auch an Fortschritten gemacht haben. Dürfte ich noch einen sagen? Ja, ich wollte eine letzte Runde nämlich machen. Unsere Zeit läuft nämlich schon aus. Die Schlussappell. Diese Idee nämlich, dass wir auch in Sachen globaler Gesundheit eigentlich riesen Fortschritte gemacht haben in den letzten 20, 30 Jahren und dass alle davon in Gefahr sind, wenn wir die Klimakrise als die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert nicht eindämmen. Deswegen würde ich gerne eine letzte kleine Runde machen, wirklich nur einen Satz. Was gibt euch Hoffnung? Worauf können wir jetzt auch als Kommunikatoren, als Menschen in der Öffentlichkeit uns freuen, nach vorne zu gucken und wie können wir da Leute mitreißen und sagen, wir haben noch eine Wahl. Nicht nur am Sonntag, sondern auch darüber hinaus. Antje, was genau, gibt dir Hoffnung? Ich wollte jetzt gar nicht so sehr Hoffnung, sondern einfach nochmal diesen Appell geben, dass wir bei diesen Problemen, weil es sind ja globale Probleme, das ist bei allem so, da muss man auch als die logische Schlussfolgerung, es geht auch um politische und systemische Fragen. Und ganz oft, und das ist erstaunlich, auch in Deutschland fast beunruhigend, dass so oft die Debatte geht, was kann der Einzelne tun, was mache ich, mein Dorf, das ist natürlich alles gut. Aber warum ist das auf einmal so selten geworden, dass wir sagen, wie geht jetzt kluge, ambitionierte Politik? Wie unterstützen wir die Politiker? Das sind ja Menschen, die auch alles geben und arbeiten und wahnsinnig was tun, damit wir woanders hinkommen. Aber sie stecken anscheinend fest oder haben nicht genug Vertrauen in die Bevölkerung. Also meine einzige Hoffnung ist, dass dort, wo wir stehen, es um internationalen Zusammenhalt und eine Politik geht, die endlich dafür sorgt, dass das Zerstörende nicht belohnt wird, sondern das schützende Handeln. Das zerstörende Handeln muss teurer, unbequemer sein. Das Schützen muss, so hat man junge Unternehmen gesagt, die bessere Party sein. Und darum geht es. Und das ist total politisch. Make a healthy choice.
Make the healthy choice the easier choice, nennt die WHO das in der Gesundheitsförderung. Genau. Und wenn wir hier bei gesunde Erde, gesunde Meere, gesunde Menschen sind, das, was für das Individuum gilt, muss auch für uns als politische Wesen, als Gesellschaft gelten. Danke, Antje Boetius. Fritz? Bei einer Party bin ich dabei. Also wir sind so viele Leute, man trifft so viele Leute, die sich dafür einsetzen und man fragt sich tatsächlich, wie kann es sein, dass noch nichts passiert ist. Aber wir haben über Kipppunkte im Klimasystem gesprochen und das, denen wir uns nähern. Aber ich glaube auch, dass Gesellschaften Kipppunkte haben. Und vielleicht haben wir mit dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht einen solchen Kipppunkt erreicht. Vielleicht sind die Demonstrationen, die auf die Straße gehen, vielleicht ist das ein anderer Kipppunkt. Deswegen, wieso sollen wir so verzagen? Vielleicht sind wir an einem Punkt, bei dem was zum Besseren kippt. Danke, Fritz Habekus, Marilyn Allo. Ja, du weißt, ich bin ja Rheinländerin und wir feiern ja immer gerne Partys, sind wir natürlich auch dabei. Also ich finde, Krisen, und sei es jetzt eine Pandemie oder unsere Klimakrise, bringt immer das Beste und das Schlechteste aus so der Gesellschaft raus. Und ich finde, ich habe halt gerade im Rückblick auf das letzte Jahr auch wirklich tolle Sachen gesehen und die mir sehr viel Hoffnung gemacht haben. Zum Beispiel, dass ich meinen Sohn auf der Fridays for Future Demo getroffen habe, zufällig. Ja, das war für mich so, okay, da ist die nächste Generation, hat das ganz anders auf der Agenda, als wir das leider verschlafen haben. Also, und auch so, dass halt die internationale Solidarität und das Erkennen, wir müssen es miteinander machen, diese Kristalle waren ja da. Um diese Kristalle muss halt noch mehr Struktur wachsen. Aber ich habe es gesehen und deswegen bin ich eigentlich hoffnungsvoll, dass wenn halt Leute, die wie sie hier im Raum sitzen, sich gemeinsam aufmachen, dann kommen wir, then we're gonna go a long way. Danke, Marilyn Allo. An dieser Stelle ein Riesendankeschön an die fantastischen Gäste. Und ich schalte noch einmal um zu Frank Schweikert von der Hamburger Klimawoche, aber auch von der Deutschen Meeresstiftung. Was gibt dir Hoffnung? Warum brennst du auch so dafür, mit den verschiedenen Stiftungen und Aktionen das Thema weiter in die Öffentlichkeit zu bringen? Also ich finde total schön, wie die Gesellschaft langsam zusammenkommt, sich gemeinsam engagiert, wie beispielsweise bei der Klimawoche. Auf der anderen Seite möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass die Vereinten Nationen zwei Alarmglocken geklingelt haben ab diesem Jahr. Und zwar einmal haben wir die UN-Dekade der Ecosystem Restoration, was heißt, alles, was ich aus der Natur entnehme, muss ich mindestens in dem guten Zustand wieder zurückgeben. Das ist eine sensationelle Denke, die jetzt an die Politik herangetragen wird, mit der Forderung umzusetzen. Und zum Zweiten haben wir die Dekade der Ozeanwissenschaften für nachhaltige Entwicklung, sich also zu überlegen, was muss jetzt ganz dringend getan werden, um die Ozeane noch oder den Teil der Ozeane besser kennenzulernen, die wir für unser Überleben brauchen. Und wir kennen ja nur relativ wenige Arten in den Meeren. Also wir gehen mit dem Meer so um, als würden wir es längst kennen. Das ist falsch. Das hat ja Fritz Habekus auch schon erwähnt. Und das macht mir Mut und da freue ich mich, mich da zu engagieren. Danke für deine Unterstützung. Auch danke an alle Netzwerke, die das heute hier übertragen haben. Und alle Plattformen, die das weiter ermöglichen. Ja, wir haben eine Wahl, am Sonntag ist eine Wahl, die hoffentlich auch eine Klimawahl ist. Und wer sich noch nicht entschieden hat, es gibt den Klimawahlcheck von vielen NGOs zusammen unterstützt. Das erspart einem das lange Lesen von Parteiprogrammen, da kann man gucken, wer wofür steht. Denn nicht überall, wo Klimaschutz draufsteht, ist auch Klimaschutz drin. Und im Moment verfehlen alle demokratischen Parteien das 1,5-Grad-Ziel. Das heißt also, wir brauchen weiter auch aus der Zivilgesellschaft den Druck, dass die Politik sich mehr traut. Die Lösungen sind da und die Dringlichkeit ist auch da. Wir hatten über die Diagnose gesprochen, über die Therapieoptionen haben wir jetzt auch gesprochen. Und wenn so viele Menschen sich zwischenzeitlich immer machtlos fühlen, dann ist natürlich die große Frage, wo ist denn dann die Macht? Die ist in Netzwerken, die ist nicht mehr so einzelne Menschen, sondern die ist an so einem Abend wie hier auch spürbar, nämlich die Macht zur Veränderung. Und Macht hat immer so einen schlechten Beigeschmack. Ich nenne es eher die Challenge, wen bewegst du, der noch mehr bewegen kann als du selber. Und das kann jeder jetzt auch noch diese Tage machen, nochmal das Adressbuch rausholen, nochmal in den E-Mails gucken, wen könnte ich denn noch anspitzen, zum Beispiel auch mit den Enkelkinderbriefen. Die Wahl wird entschieden von Menschen über 60. Ausbaden müssen sie maßgeblich die Menschen unter 30, die aber nur ein Drittel der Wählerstimmen haben. Und deswegen sprecht miteinander. Redet in den Familien, redet am Arbeitsplatz, redet im Freundeskreis, redet überall, wo ihr Menschen trefft.
Wir haben noch eine Wahl, aber die nächste Legislatur wird entscheidend sein. Und was ich auch immer hilfreich finde, ist der Gedanke, dass wenn 2030 vielleicht schon die Arktis das erste Mal eisfrei ist und 2050, da wo diese ganzen Vorhersagen auch drauf münden, das ist nicht mehr so unendlich weit weg, sondern ein Kind, was heute geboren ist, ist zum Lachen geboren, zum Party machen, wie Antje und Fritz das hier so schön gesagt haben und Marilyn. Und Marilyn auch. Ja, Marilyn auch, die Troisdorfer rheinländische Natur. Wenn dieses Kind heute geboren ist, dann ist das 2050 erst 29 Jahre. Im besten Alter selber Mama oder Papa zu werden. 2100, wenn diese Erde vielleicht 4 Grad heißer ist und damit für weite Teile unbewohnbar, ist dieses Kind gerade dabei, vielleicht Oma oder Opa zu werden. Und wenn wir uns klar machen, dass diese Kinder alle auf uns zurückschauen und uns fragen werden, was habt ihr 2021 getan? Was habt ihr gewusst? Was habt ihr für Möglichkeiten? Und was habt ihr daraus gemacht? Dann wünsche ich uns allen, dass wir alle gute Antworten haben. In diesem Sinne, danke an das Panel, danke an alle hier im Raum und danke an alle, die zugeschaut haben. Werden Sie Teil dieser Challenge, erzählen Sie es weiter, teilen Sie diesen Link. Ich war sehr gerne auch Gastgeber mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Applaus auch an die Organisatorinnen und Organisatoren im Hintergrund. Bleiben Sie dran, schauen Sie auf den Homepages, gehen Sie wählen und am besten klimatechnisch, zukunftsfähig, enkeltauglich. Eckart von Hirschhausen. Thank you.